Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Heute mit einem ganz besonderen Video. Ihr seht es allein schon an dem Ausschnitt der Kamera. Denn heute stelle ich euch das Gerät vor, mit dem ich Schachspielen gelernt habe. Und zwar, es muss im Jahr 1983 gewesen sein, ungefähr. Denn da kam der Mephisto Modular auf den Markt. Das ist das Gerät, was ihr hier im Bild seht. Spiegelverkehrt allerdings. Da gehen wir jetzt mal auf diese Seite hier. Ich habe nämlich gefunden, da gibt es auf Wikipedia so eine Seite, Schachcomputer-Info-Wiki, Mephisto Modular. Das ist das Teil. 1983 kam es raus. Das könnt ihr hier gar nicht sehen in dem Ausschnitt. Da vielleicht. Ja, 1983. Hersteller Hegener und Glaser. Und damals bekam das mein bester Kumpel damals, Frank, bekam das geschenkt von seinen Eltern. Ich weiß nicht, war das zu Weihnachten? Und dann haben wir damit gespielt, rund um die Uhr. Wir waren richtig angefixt von dem Teil und so haben wir Schachspielen gelernt, mit diesem Gerät hier. Ich weiß gar nicht genau, wer uns die Regeln beigebracht hat, ob das irgend so eine Bedienungsanleitung gab damals oder wer uns die Züge beigebracht hat. Auf jeden Fall haben wir damit dann gespielt halt, ne? Und ich war wirklich angefixt damals. Ich war so, wie alt war ich da? 10 oder 11 muss ich gewesen sein. Und ja, der Witz ist, das Gerät existiert immer noch. Allerdings nicht, weil ich es aufbewahrt habe. Das war ja sein Geschenk damals. Und er hat das über die ganzen Jahre, über die Jahrzehnte behalten und hatte es mir letztes Jahr Weihnachten geschenkt, 2021. Kam er plötzlich an mit einer Überraschung und sagte, hier, ich habe ein Geschenk für dich und übergab mir dieses Gerät. Ich dachte, ich spinne, dass das überhaupt noch existiert. Und ich will im heutigen Video testen, ja, ob es noch einigermaßen funktioniert, ne? Nach so vielen Jahren, unfassbar. Also das ist 30 Jahre, ne? 30, das sind länger als 30 Jahre, ich kann nicht rechnen. 10, 20, 30, das sind fast 40 Jahre, ne? Schauen wir gleich mal. Das ist das Gerät, Mephisto Modular. Man kann das sogar, ich habe gesehen, auf eBay sogar kaufen. Das kostet irgendwie so 200, 300 Euro. Keine Ahnung, ob jemand dafür so viel Geld bezahlt. Ist auch egal, das wiegt auf jeden Fall nicht den nostalgischen Wert auf. Ich habe auch eine Bedienungsanleitung gefunden im Netz und da will ich schnell kurz die Level euch erklären, weil das spielt eine Rolle gleich beim Aussuchen des Niveaus. Level 0 bis Level 9 und ihr seht es, das hängt dann auch immer so ab, wie lange die Maschine überlegt und ihr seht es schon hier ab Level 4, 5, dauert ein bisschen lange, ne? Im Vergleich zu heutigen Engines, glaube ich, das ist mir auf jeden Fall etwas zu lange. Ich werde jetzt einfach mal gleich eine Partie spielen gegen Level 0, Anfängerstufe, und schauen wir mal, ob das wirklich auf Anfängerstufe wie ein Anfänger spielt. Verglichen mit Stockfish zum Beispiel, wenn man auf Lichess oder Chess.com oder sonstigen Plattformen gegen Stockfish spielt, dann ist die erste Stufe immer ziemlich schlecht, ne? Also ist wirklich Anfängerstufe und dann zieht ihr auch immer sehr, sehr schnell und macht unglaublich viele Fehler. So, jetzt gehen wir mal rein hier in das Gerät. Ja, in das Gerät gehen wir nicht rein. Wir machen das mal an. Hier an der Seite ist so ein Ein-Aus-Taster. Ihr seht es, dann steht hier Play. Könnt ihr jetzt nicht sehen von da, ne? Ist egal, da steht Play. Das ist hier die Anzeige und hier gibt es verschiedene Tasten und hier kann ich den Level einstellen. Level ist immer voreingestellt, die Stufe 3. Das ist jetzt erstmal für die erste Partie zu lang. Ne? Ich habe das ein bisschen geprüft vorher und die Sache ist, es hakt so ein bisschen mit den Tasten. Ich hoffe, ich kann das jetzt auf Level 0 einstellen. Oh, Level 0. Enter. Enter. Wieso? Jetzt fängt er mit Weiß an. Wieso das denn? Das war nicht die Idee. Ich will mit Weiß anfangen. Zurück. Stopp. Wieso fängt er denn mit Weiß an? Stopp, stopp. Ich mache aus. Hä? Beim Testen habe ich immer Weiß gehabt. Was ist los? So, Level ist immer auf 3 eingestellt, leider. Ich will auf 0 machen. Macht er. Enter. Nee. Nein, jetzt fängt er wieder an zu ziehen. Oh, jetzt habe ich es. Jetzt ist es falsch. Okay, das ist falsch. Machen wir wieder außen an. Level 3, 0. So, wenn ich jetzt auf Enter mache, dann fängt er wieder an zu spielen, oder was? Aber in der Bedienungsanleitung stand, wenn ich auf Enter klicke, dass wir dann die Partie beginnen können. Ja, Play.
Fangen wir direkt an, bevor was passiert. E4. So, jetzt bei Level 0 dürfte er nicht so lange nachdenken. C5, ich bin schon überrascht. Sizilianisch. Springer F3. Mal gucken, was jetzt kommt. Okay, E6, normaler Zug. Ich mache jetzt mal ganz, ganz normal. Offener Sizilianer, D4. Ihr hört dann immer das Pieken, ne? C schlägt D4. Ich nehme raus mit dem Springer. Normal. Das ist so magnetisch hier, ne? Die Figürchen. Magnet. Erstaunlich, dass das nach so vielen Jahren funktioniert. Ne? Springer F6 greift meinen Bauern an. Springer C3 deckt den Bauern auf E4. Springer C6. Oh, vier Springerspiel. Das spiele ich selbst mit Schwarz aktuell sehr viel. Was mache ich denn hier? Machen wir Springer DB5. Wir drohen so ein bisschen Springer D6 Schach. Er macht D6. Das ist alles Theorie. Das ist auf jeden Fall nicht Anfängerstufe bisher. Läufer F4. Vielleicht hat er so ein Buch implementiert hier. Ich weiß es nicht. E5. Greift den Läufer an. Läufer G5. Wir gehen jetzt in die Schwechnikow-Variante über. Der sizilianischen Verteidigung. A6. Das ist alles Theorie. Springer A3 zurück. Ich vermute mal, das Ding hat ein Buch implementiert. Läufer E6 ist nicht der Hauptzug. Springer lässt Springer C4 zu. Den Übergang des Springers ins Zentrum. Ist aber noch okay. Das ist alles Theorie noch. Nicht die Hauptvariante. Turm C8. Was macht man denn hier? Springer D5, Läufer F6 oder Springer E3? Was macht man hier? Ich bin überfordert! Ich meine? Was ist denn mit Springer D5, Läufer D5, ED5, dann kommt Springer E7? Machen wir Springer E3. Springer E3 sieht sehr logisch aus. Dann kommt aber Springer D4. Turm C1, wie war denn nochmal die Theorie von diesem Quatsch hier? Wenn ich das nur wüsste, du. Oder Läufer D3. Springer E3, Springer D4, Läufer D3. Komm, ich muss auch schnell spielen. Genau wie das Gerät. Das Gerät denkt nicht länger als Läufer E7. So, jetzt ist es Zeit für Läufer F6 hier, ne? Vermute ich mal. Ich finde, er spielt bisher nicht wie ein Anfänger. Im Gegenteil. Das ist normales, solides Schach. Läufer F6 ist zwar keine Hauptvariante, aber... Ich entwickle mich weiter, Läufer D3, kurz Rochade vorbereiten, dann Springer D5 irgendwann rein. Man hat ja das Feld D5 für die Springer, Rochade. Rochade, natürlich muss man immer zuerst den König ziehen. Also wenn das Anfängerstufe ist, ey. Springer D4. Springer CD5 jetzt hier, ne? D3 ist gedeckt. Ja. Springer CD5 und dann halt mit C3 den Springer auf D4 entfernen. Läufer schlicht D5, ne, oder? Ja. Springer schlägt D5 natürlich. Wir haben einen schönen Springer auf D5. Ja, es zieht aber schnell. Das ist gut. Springer E6. Machen wir C3. Ist ein Standardzug in dieser Stelle. Wie gesagt, ich finde, es spielt nicht wie ein Anfänger. Im Gegenteil. Das ist stinknormales Schach. Springer F4. Okay, hier ist vielleicht ein kleiner... Ja, Fehler würde ich es nicht nennen, oder? Ja, ich mache Läufer C2. Wenn er auf D5 nimmt, nehme ich mit der Dame auf D5. Ich habe hier vielleicht einen minimalen Vorteil wegen der weißen Felder. Naja, Vorteil würde ich das auch nicht nennen, ehrlich gesagt. Dame muss nehmen, denke ich. Ich will ja später einen Läufer auf D5 haben hier. Dame B6 greift B2 an. Jetzt mache ich Läufer B3. Deckt natürlich B2 indirekt. Die Idee ist natürlich jetzt Turm D1, Turm C5 war irgendwie klar. Jetzt Dame D2 oder Dame D3. Dame D2 verhindert Läufer G5. Machen wir das. Und Turm FC8, das sieht alles gut aus. Jetzt haben wir natürlich Turm F oder AD1. Unklar, was hier besser ist. Machen wir Turm FD1. Turm 5C6, geht zurück, deckt den Bauern D6, der war ja angegriffen. Läufer D5 ist eine Idee, greift das Türmchen an. Turm 6C7, ich würde jetzt gerne, was würde ich gerne machen? Ich weiß es nicht, also ich habe hier keinen Plan, warum ich hier besser stehen sollte. Machen wir G3. Also ich stehe hier minimal besser, aber das ist nichts Besonderes. Dame C5. Vielleicht Turm AC1 hier oder A4? A4, A5? Oder König G2 mit erstmal locker spielen. B5, A4, B4. Ja, den nehme ich weg. Ne? Machen wir erstmal König G2.
prophylaktisch Dame A7, okay, er spielt jetzt irgendwas. Ich mache H4. Das hat mit. Moment mal, was passiert hier, wenn ich Läufer zurückziehe, dann immer Turm C6, ne? A4 ist sehr logisch, finde ich. A4, A5 wäre eine Idee. B4, C4, solche Geschichten, aber dann gebe ich das Feld D4 ab. Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Ich mache mal H4 hier. Er zieht jetzt die Dame hin und her. Der Mephisto Modular. Aber das ist alles andere als Anfängerschach, ne? Das ist richtig gute Schach, Freunde. Das ist gute Schach. Aber es ist gut. Es ist halt so ein bisschen. Weiß steht etwas besser, aber wir machen Fortschritte, ne? Ich gehe mal mit der Dame nach E2. Ah, weiß nicht. Digga, was macht man hier? Dame E2. Also was gut funktioniert, ist die Erkennung, ne, der Züge, muss ich gestehen. Turm D3, Turm AD1 ist hier logisch, ja. Turm D3, Turm AD1 und dann Druck machen gegen D6, ne? Er zieht nur die Dame hin und her. Okay, Turm AD1. Will ich mich nicht beschweren? Ja, zieh doch die Dame nur hin und her. Mephisto. Gewinne ich jetzt nicht den D6? Nee. Läufer B3 zurück. Er kann Läufer E7 spielen. Ja, macht er auch. Und steht da super stabil, ne? Jetzt habe ich aber Dame F3 eventuell. Oder Turm F3. Dame F3. Na, Turm F3 will ich eigentlich spielen. Aber dann nimmt die Dame. Turm, die, vielleicht die Dame tauschen? Nein. Vielleicht Dame H5, G6 provozieren. Und dann Dame F3 zurück und dann H5. Ne? Er macht Dame E8. Was für Züge hier? Vom Feinsten hier, der Mephisto. Turm F3. Läufer F8. Er spielt nicht G6. Super nervig. Er spielt nicht G6 die ganze Zeit. Kann ich Turm F7 reinklatschen irgendwie? Turm F7. Ich mach mal Turm 1 D3. Dann droht eventuell Turm schlicht F7. Oh, da kommt der erste dicke Fehler, Freunde. Nach so langer Zeit kommt der dicke Fehler auf der Anfängerstufe. Ich kann auf F7 klatschen. Turm F7, Dame F7, Läufer F7. Ne? Ja. Da muss die Mama dran glauben. Oh, Dame E8. Das ist doch jetzt hier. Was ist denn los? Ich habe doch einen Abzug. Gibt es hier einen Matt? Turm schlicht F8, König F8, Turm F3, König E7. Ich kann natürlich auf C7 einfach den Turm nehmen. Dann ist das Video direkt vorbei. Aber Turm schlicht F8, König F8. Ich will gucken, ob ich einen Matt rechnen kann. Turm F3 Schach, König E7. Turm F7, König D8, Dame G5, dann gibt es noch Turm E7, ne? Das ist unnötig kompliziert alles. Turm F8, König F8, Turm F3, König E7, Dame G5 gibt es natürlich auch. Dann kommt König D7, dann läuft er über C6 weg. Okay, machen wir Turm schlicht C7, wir nehmen einfach hier, jetzt kommen natürlich die unsinnigen Züge, D5, Läufer D5, Schach, König A8, so König A8, ne? König A8, gut. Ab hier können wir im Prinzip das Video unterbrechen. Es ist halt total gewonnen. Jetzt klingelt sogar das Telefon. Dame E8, Turm E8. Da gehen wir gleich ran. Tut mir leid. Kann ich nicht rangehen gerade. Ich bin beschäftigt. Turm schlicht B7. A5. Okay, den Rest sparen wir uns. Ich stehe auf Gewinn. Ihr seht es, ne? Aber Anfängerstufe auf diesem Gerät. Alles andere als Anfängerstufe, ne? Also, das ist schon bis zum Zug 25 oder so, war das richtig gut, ne? Oder 30. Irgendwann stand er natürlich etwas schlechter, konnte nicht mehr viel machen und dann hat er dann auf F7 was eingestellt, ne? Ich schau mal, dass ich im Laufe der nächsten Zeit, jetzt gerade Weihnachtszeit natürlich, ein paar weitere Videos drehe mit dem Teil und dann die nächste Stufe auch noch ausprobiere. Die Videos sollen natürlich nicht ausufern. Ich kann natürlich jetzt nicht Stufe 5 oder Stufe 9 spielen. Das ist ja irgendwie Fernschachstufe. Dann denkt er eine Stunde nach über jeden Zug. Aber die ersten drei Stufen oder so, gucken wir mal. Ne? Auf jeden Fall krass, dass das Ding noch funktioniert. Ne? Wahnsinn. Nach so vielen Jahren. Damit habe ich Schachspielen gelernt. Mephisto Modular aus dem Jahr 1983. Und das Gerät funktioniert immer noch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Checkt auch gerne meinen anderen Kanäle aus. The Big Rig Highlights, Big Rig Shorts. Macht's gut. Bis dann.